Und hiermit herzlich willkommen zu einer weiteren badtastischen Folge hier in Gotham Knights mit mir, Gaming Tyre. In der letzten Folge haben wir weiter recherchiert, was es mit dem Eulenclan auf sich hat, und dabei sind wir auf diesen Dude hier gestoßen. Was, Bruder? Und jetzt befinden wir uns gerade in den tiefsten Gruften von Gotham City. Was erwartet uns hier? Bleibt gespannt. Okay. Irgendein Bergbaubetrieb. Was läuft hier nur? Bro, sag jetzt nicht, wir müssen den ganzen Weg drumrum machen. Hier können wir nicht hoch. Okay. Gut, und jetzt können wir so und so ans Ziel. Wo kommt das Licht die ganze Zeit her? Das blaue Licht. Robin? Ah. Robin ist gerade einfach stehen geblieben. Jetzt ist nicht der beste Moment, um Angst zu haben, Robin. Ey. Okay, hier können wir nicht hoch. Wahrscheinlich müssten wir hier erst nach Hinweisen suchen. Was hat da geradezu geschrien? Ah, hier geht's weiter. Bro, ich hab das gar nicht gesehen. Es wird gespeichert. Das ist nicht das beste Zeichen. Robin, wieso wirst du langsamer? Robin! Bro. Bro. Okay. So. Oben links bei den Missionen steht immer, dass diese Typen Talon heißen. Wow. Finde einen Weg aus der Grube. Hey, sollen wir jetzt einfach gehen? Ah, dort ist noch eine Chest. Ich könnte nicht damit leben, eine Chest nicht mitnehmen zu können. Ich verstehe den Angelhaken, den Enterhaken manchmal einfach nicht. Der
Manchmal funktioniert er keine 10 Meter weit. Manchmal kann man sich damit von einem Ende... Es muss sehr wertvolles sein, wenn sie so viel Arbeit reinstecken. Ich hoffe, die Aufzeichnung läuft. Wow. Falls wir hier sterben, wird man die Aufzeichnung finden. Keine Angst, Robin. Hier sind wir nicht rausgekommen. Durchsuche die Hauptebene. Finde Forschung zur Ausgrabung. Spektrograph analysiert die isotopische Signatur von Kernproben. Okay. Hier sind weitere Spektrographen, oder? Oder nein, das ist was anderes. Ein Röntgengerät analysiert die mineralische Zusammensetzung von Kernproben. Oh, noch eine Truhe, oder? Boah, das wäre krass. Noch eine Truhe. Ey, Robin. Hier haben sie wahrscheinlich die Proben genommen, oder? Oh. Hier sehe ich ja was. Löcher im Stein. Sie haben etwas daraus extrahiert. Probebohrung. Kernproben von Erz, das zu unbekannten Zwecken entfernt wurde. Ja, aber daran sieht man auch schon wieder, wie ich das erkannt habe, ohne es zu analysieren. Oh, können wir hier durch? Na, das hätte so viel einfacher gemacht. Okay. Was ist das hier? Erzproben. Proben von Erz, das aus den umgebenden Fels geborgen wurde. Okay. Und hier befindet sich beim Röntgengerät auch Erzproben. Ich muss eine frische Probe finden, noch nicht extrahiert. Erzabbauer Robin. Am Start. Wie hat Robin das jetzt öffnen können? Das frage ich mich gerade. Robin ist ein geheimes Mitglied der Eulen. Robin ist keine Fledermaus. Wo kommt jetzt eigentlich der Wasserfall her? Extraktionsraum. Das klingt gut. Okay, bei der Bad Cave ist es nicht unwahrscheinlicher, dass... Also, es ist nicht seltsam. Ich verlasse die geheimnisvolle Mine nicht ohne Probe. Hier, entnimm die brauchbare Probe. Diese Proben müssen doch irgendwas darüber sagen, was hier los ist. Okay, welche Probe soll in den Extraktor gegeben werden, mit welchen Chemikalien lässt sich aus der Probe Materialien gewinnen. Okay. Das hier ist ein Ammoniumnitrat. Okay. Eine Mineralsalzlösung in Wasser, häufiger in der Landwirtschaft verwendet. Wirkt hier fehl am Platz. Schwefelsäure, gewöhnlich im Kupferabbau verwendet. Im Vergleich zu den anderen Säuren wurde offenbar mehr davon verwendet. Okay. Cyanidlösung, gewöhnlich verwendet, um Gold zu extrahieren. Kohlensäure, der pH-Wert dieser Probe ist enorm hoch. Es muss sich um eine hochkonzentrierte oder womöglich angepasste Form der Säure handeln. Es ist ein Magnesid. Auf der Probe steht ein Vermerk, reagiert mangelhaft auf alle bisherigen Extraktionsmethoden. Keine Probe extrahiert. Magnesidprobe erkannt. Das ist ein Komposit-Erz. Die Löcher in dieser Probe deuten darauf hin, dass das Element bereits extrahiert wurde.
Erstkennanalyse Kompositerz erkannt. Testprotokolle und Bericht. Im Bericht zu verschiedenen Sorten und Proben mit einigen Statistiken zu Extraktionsraten. Testprotokolle und Bericht. Eine Randnotiz lautet: Bei aktuellen Bergungsraten werden wir unsere Ziele nicht erreichen, ehe diese Mine erschöpft ist. Wir benötigen zuverlässige Extraktionsmethoden oder eine neue Rohstoffquelle, okay? Bro, wie lange sind die schon hier unten? Marmor. Auf der Probe steht ein Vermerk. Ich habe versucht, die Erträge dieser Probe mittels Kohlensäure zu erhöhen. Doch das Extraktionselement wurde dabei beschädigt. Ein fehlgeschlagenes Experiment. Marmor erkannt. Warte ganz kurz. Kohlensäure? Der pH-Wert ist enorm. Vielleicht hat deshalb die Extraktion nicht funktioniert. Kompositerz. Diese Probe ist nicht mit einem Vermerk versehen, wie einige der anderen. Das Element ist offenbar noch nicht extrahiert worden. Kompositerz erkannt. Quarzit. Auf der Probe steht ein Vermerk, reagiert nicht auf bisherige Extraktionsmethoden. Keine Probe extrahiert. Quarzitprobe erkannt. Aber das AA-Gerät, das schafft das natürlich. Und was steht hier? Computer von A. Crown. An alle. Betreff Durchbruch. Ich habe etwas herumprobiert und mich nochmal einigen älteren Kompositproben gewidmet. Wie sich herausstellt, hat das, was wir als Abfallgut betrachtet haben, bloß einen anderen Extraktionsprozess erfordert. Die Kohlensäure hat die Probe beschädigt, wohingegen die Schwefelsäure perfekte Ergebnisse geliefert hat. Nach aktuellem Stand können wir unsere Ziele für Projekt Polias erfüllen, ehe uns die Vorkommen ausgehen, und bereite einen Bericht für den Rat vor. Die Kohlensäure hat die Probe beschädigt. Schwefelsäure? Wo war die Schwefelsäure? Das Ammonitrat? Schwefelsäure. Okay, welche? Entnimm eine brauchbare Probe. Welche Probe soll in den Extraktor gegeben werden? Mit welchen Chemikalien lässt sich die Probe aus der... Okay, warte. War es nicht so, das Marmor hat funktioniert? Nein, das Marmor hat nicht funktioniert. Warte. Und mich mit dem älteren Kompositproben gewidmet. Kompositerz. Diese Probe ist noch nicht mit einem Vermerk versehen. Auch noch nicht extrahiert worden, okay. Und das nehmen wir dann zusammen mit dem Schwefelsäure. Bäm. Ich werde besser in diesen Dingern. Dionysium? Das klingt erfunden. Mal sehen, was uns das im Glockenturm verrät. Minenprotokoll. Im letzten Eintrag steht Produktion versiegt. Dies könnte mein letzter Eintrag sein. Was ich mich hier frage ist, war es wirklich so sicher, hier immer hinzugehen? Ich meine, wir sind hier auf Monster gestoßen, auf eine vermeintlich tote Person. So, jetzt sollen wir die Extraktionsstätte verlassen, aber... Ah, okay, hier. Natürlich kennt Robin wieder den Code. Okay, was müssen wir jetzt machen? Den Aufzug erreichen. Damit komme ich hier raus.
Mehr gibt's hier nicht, okay. Du weißt doch gar nicht, wer du bist. Unsere Macht ist verdient. Wir haben doch zu dir Stadt gemacht, die sie heute ist. Wir beschützen sie, nicht wir. Ihr seid Fledermäuse. Und euch fressen Fledermäuse. Vergiftet, meine Freunde. Boom. Bro, das sind ziemlich lästige Monster. Seil dich hoch, Robin. Nein, das war nicht geschafft. Genau so. Ich glaube, ich habe genug von den Talents. Danke. Entkomme der einstürzenden Mine. Schnell. Und Robin hat jetzt. Naja, dieser Eulentyp muss ja auch irgendwo hergekommen sein. Die Tür ist blockiert. Sicher Trümmer von dem Einsturz. Okay, hier können wir hochgehen. Wahrscheinlich hat es der Typ nicht überlebt, oder? Wenn dort auch was eingestürzt ist. Ein Schritt nach dem anderen, Robin. Okay. Aber die müssen diese Mine ja mehr als ein Jahrhundert lang gebaut haben. Kann es sein, dass das der Ausgang ist? Das meinte ich, guck mal, es seilt sich 100 Meter hoch. Suche einen Weg an die Oberfläche. So. Das hier ist noch nicht die Oberfläche. Das ist eine Pumpstation.
Glockenturm, hallo? Wir hören Sie wieder, Robin. Geht es Ihnen gut? Alles okay, aber es gibt jede Menge zu berichten. Der Rat schürft ein komisches Element, von dem ich noch nie... Hallo? Bist du noch da? Glockenturm? Du brauchst ewig für die einfachsten Aufgaben. Wir müssen etwas besprechen. Komm zu mir. Okay, jetzt müssen wir mit Talia al Ghul reden. Scheinbar unsere Arbeit nicht so gut wertschätzt. Was war das gedacht für ein Jump? Okay. Robin, was machst du denn da? Der Rat der Eulen sieht, was in Gotham vor sich geht. Er lauert in den Schatten. Er ist's, der alle Schicksal webt. Der Kinderreim war gruselig genug. Seit wann weißt du, dass es den Rat gibt, Talia? Als ich noch in der Liga war, bemerkten wir die Macht des Rats in Gotham. Jetzt siehst du die Verdorbenheit der Stadt. Sie fördern ein Element namens Dionysium. Es ähnelt den Proben aus den Lazarusgruben. Ein schlechter Ersatz für das wahre Wunder. Ein kontaminierter Extrakt. Seit Jahrhunderten schon sucht der Rat nach einem Jungbrunnen. Doch er lernte nur die Schöpfung unsterblicher Monster. Die Talents. Sie machen mit Dionysium also Soldaten. Warum gibt die Liga dem Rat nicht das gute Zeug? Er würde bestimmt eine Menge zahlen für eine Lazarusgrube. Selbst in ihrem derzeitigen würdelosen Zustand wäre die Liga nie so korrupt. Der Rat ist so gierig und korrupt. Und so ergründet er niemals die Geheimnisse der Lazarusgruben. Aber die Liga erschafft auch Monster. Da wäre dein Vater. Oh, das sind ja harte Worte. Würdest du deinen Freund Jason als Monster bezeichnen? Natürlich warst du das. Jason wollte nie, dass du ihn so zurückbringst, Talia. Dankbarkeit ist offenbar zu viel verlangt für eine erneute Chance auf das Leben. Sprich hier nicht von Dankbarkeit nach dem, was er durchgemacht hat. Seit Bruce Tod wächst die Macht des Rates. Die Liga der Schatten wird Gotham vernichten, sofern der Rat nicht verstummt. Wenn wir den Rat erledigen, lässt die Liga Gotham in Ruhe? Ohne Batman kommen alle auf Ideen. Ich frag mich nur, was du planst. Ich übernehme für euch die Täuschung der Liga. Und der Weg zum Rat der Eulen wird frei sein. So fühlt Montoya sich wohl. Okay. Jetzt müssen wir zum Glockenturm zurückkehren. Es sei denn, hier gibt's noch was auf dem Weg. Tatsächlich ist die Karte sogar recht leer momentan. Thank you.
aufmachen. Hier ist nicht der Eingang, oder? Nein. Okay, wartet, ich will mal wieder so den Bad-Cycle hier reingeben. Okay, also, was hat der Glockenturm zu sagen? Wie wird das Team weitermachen? Was sind die Ziele des Rates, der Eulen, der Liga, der Schatten, von Talia al Ghul, von allen, von Clayface? Das erfahrt ihr in den nächsten Folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.